Hi, das ist der zweite Teil einer Serie zum dialogischen Lernen und zur Digitalität. Hier in diesem Teil geht es um konkrete Tools, mit denen dialogisches Lernen gefördert, vielleicht wirklich auch in den Unterricht Einzug halten kann. Also wenn so die Frage ist, ja, Digitalität, gut und recht, aber was sind jetzt die Tools, die wir dafür nutzen sollten, dann ist dieses Video für Sie richtig und ich versuche da ein paar Antworten zu skizzieren. Ich mache das wiederum so möglichst minimal und so allgemein, dass man es auf verschiedene Kontexte anwenden kann. Zunächst nochmal ganz kurz, was dialogisches Lernen für mich ist. Es ist dieser Kreislauf, dass es Aufträge gibt, die sich aus dem Lernen von Schülerinnen und Schülern speisen und dass die Lernenden dann auf diese Aufträge reagieren, indem sie Lernprodukte erstellen. Diese Lernprodukte werden mit Feedback versehen. Es gibt eine Art Gespräch zwischen Lernenden und Lehrenden und überführt in so die allgemeine Lerngruppe, in dem Kernideen für die ganze Lerngruppe fruchtbar gemacht haben. Also was Einzelne bei der Bearbeitung dieser Aufträge herausgefunden haben, daraus wird dann etwas gemacht, was sichtbar ist für die ganze Lerngruppe. Jetzt, was für Tools sind dafür nötig? Es sind drei aus meiner Sicht. Erstens sollte es eine Chat-Funktionalität sein, die benutzt wird. Zweitens sind es Etherpads. Das sind ganz einfache Textdokumente, die im Netz zugänglich sind, sehr niederschwellig. Und zuletzt sind es dann kollaborative Office-Umgebungen. Jetzt, wenn Sie sich fragen, ja, wie kriege ich das an meine Schule, wo nehme ich das her? Die Antwort ist recht einfach. Die Lernmanagementsysteme, die heute auf dem Markt sind und die Schulen nutzen, also es kann iServe sein, das kann Teams sein, das kann Logineo sein, was auch immer, die verfügen meistens über eine Variante, eine Version dieser drei Tools. Man muss die manchmal etwas suchen, man muss sich überlegen, wie mache ich das jetzt genau. Aber wenn die Schule sowas hat wie ein Lernmanagementsystem, dann kann man sagen, das sind eigentlich so die Grundfunktionalitäten, wie das auch genutzt werden kann. Damit komme ich zu Chats und was die für eine Funktion haben. Ich habe hier als Zeichen für diese Verbindung des Dialogischen von Ich, Du und Wir schon ein Chat-Symbol genutzt, weil es wirklich um Gespräche geht. Und diese Arten von Gesprächen, die sieht man hier. Es gibt einerseits das Wir. Und da würde ich sagen, wird der Chat genutzt, um Unterricht vor- und nachzubereiten. Also sagen wir, habe einen Auftrag für die Schülerinnen und Schüler, womit sie sich auseinandersetzen sollten. Ich finde, wenn ich jetzt nicht in einer Präsenzsituation bin, finde ich etwas, worüber ich denke, könnte sich die Lerngruppe freuen. Das könnte ein Impuls für sie sein. Oder nachdem wir vielleicht eine Präsenzsitzung hatten, kann ich noch Dinge nachliefern, die ich erwähnt habe, Links beispielsweise. Oder eine genauere Erklärung von etwas, was vielleicht ich im Moment nicht erklären konnte und so weiter. Also das ist klar, dass Chats eigentlich das so begleiten, so wie wenn Sie ja eine Gruppe haben, mit der Sie vielleicht in der Freizeit was unternehmen, so eine Clique, und dann haben Sie den Chat, der läuft vor, bevor Sie sich treffen, nachdem Sie sich treffen, läuft ganz viel über den Chat. Genauso ist auch im Unterricht. Dann können natürlich Lernende Fragen stellen. Sie können selber auch auf die Fragen antworten. Sie als Lehrkraft können Fragen stellen, können auch Fragen antworten. Sie können Planungsaspekte darüber regeln, können Umfragen durchführen, Feedback geben. Also Chats ist so wie das Grundkommunikationsmuster, dass man nicht sagt, ja, wir sehen uns dann einmal, sondern nein, die Basis ist eigentlich der Chat. Also alles, was gilt, alles, was wichtig ist, in diesem Chat zu finden. Natürlich erfordert das gewisse Kompetenzen. Also Schülerinnen und Schüler, die Chats nutzen können, die sollten gut lesen können oder Sprachnachrichten verstehen oder aufnehmen können. Die sollten Zugang zum digitalen Gerät haben. Es sollte auch eine Art Chatkultur geben. Also Sie kennen das vielleicht bei jüngeren Kindern, die zum ersten Mal einen Chat benutzen, dass da plötzlich ganz viel Nonsens in diesem Chat drinsteht. Das muss man natürlich miteinander auch lernen, wie das funktioniert. Gleichzeitig bieten Chat-Tools dann auch die Möglichkeit, eins zu eins sich auszutauschen, also wirklich in dieses Gespräch auch einzutreten, Feedback zu geben, Beziehungen zu pflegen. Also nicht alles, was jetzt hier als Feedback dargestellt wird, ist ja dann öffentliches Feedback, sondern vieles ist wirklich privat auf ein bestimmtes Lernprodukt bezogen. Und dafür eignen sich halt Chat-Funktionalitäten sehr, sehr gut, wie sie in eigentlich all diesen Lern
Management-Systemen, also wie jetzt ISERS beispielsweise, schon drin sind. Was wichtig ist, wenn Sie so ein bisschen an Datenschutz und technische Umsetzung denken, ist zunächst ist es wichtig, das ist ja eigentlich der Grund, weshalb wir in der Schule nicht einfach WhatsApp oder Textnachrichten verwenden können. Diese Chats dürfen nicht mit persönlichen Daten verknüpft sein und das ist insbesondere die Telefonnummer. Die darf eigentlich darauf darf ein Tool nicht zurückgreifen und bei WhatsApp ist das eigentlich so der Kernpunkt, womit man dann wirklich auch Person identifizieren kann und sie auch mit dem, was sie außerhalb der Schule tun, in Verbindung bringen kann. Das darf aus Datenschutzgründen nicht gegeben sein. Also es muss entsprechend ein Schulprofil sein, was dann auch wieder weg ist, wenn jemand die Schule verlässt und die Inhalte aus diesen Chats, die dürfen auch nicht archiviert werden. Also solange man die braucht, vielleicht für ein Schuljahr oder sowas, dann muss man darauf zugreifen können, auch was suchen können, aber irgendwann sollte das wieder verfallen, weil das nicht Daten sind, die man später noch auswerten sollte, was in diesen Chats wirklich vorgekommen ist. Zu Etherpads. Etherpads sind als Idee eigentlich ein digitales Blatt Papier, das man jetzt nicht alleine vorschreiben kann, sondern mit anderen Menschen zusammen. Also ich habe ein leeres Papier im Netz und da können wir alle draufschreiben. Ich werde dann später noch darauf eingehen, dass es das mittlerweile auch schon für handschriftliche Anmerkungen gibt. Mittlerweile ist es aber mal über eine Tastatur verfügbar oder über ein Smartphone, Touchscreen. Das brauchen Sie, um auf Etherpads zugreifen zu können. Die schönste Umsetzung ist für mich hier im yopad.eu. Ich zeige Ihnen das auch gleich. Das ist so eine Seite. Was mir gefällt, ist, dass die Zeilen nummeriert sind und dass es gewisse großzügiges Layout hat. Wie ist das strukturiert? Sie haben zunächst einmal oben eine URL. Ja, jetzt kann ich da nicht so gut draufklicken. Ja, da möchte ich gerne draufklicken. Es geht nicht, aber Sie sehen jetzt, wo das ist. Über diese URL, das ist eine Webadresse, können alle darauf zugreifen. Und wenn Sie jetzt diese Buchstaben da eingeben oder den Link haben, dann können Sie in diesem Dokument auch mitschreiben. Also es ist eine Einladung, eine offene Einladung, um da mitzuschreiben. Diese Etherpads sollten grundsätzlich offen sein und nicht geschlossen. Und sie sind lediglich durch eine Adresse geschützt. Das heißt natürlich umgekehrt wieder, wenn Sie da irgendwelche geheimen Dinge verhandeln wollen, dann ist Etherpad sicher nicht die richtige Lösung, sondern es geht wirklich darum, dass Informationen vielleicht auch transparent sind. Nicht enorm transparent, man findet das nicht, wenn man googelt. Das ist jetzt nicht so im Netz, dass jemand, der nicht weiß, wo das zu finden ist, darauf zugreifen kann. Aber es ist nicht geeignet, um beispielsweise Bewertungen, persönliche Daten zu speichern. Das ist völlig klar. Sehr, sehr niederschwellig, weil man einfach über den Link darauf zugreifen kann. Es braucht keine Profilinformationen, es braucht kein Passwort, kein Login. Und das deshalb eignet es sich auch sehr gut für schulische Zusammenarbeit. Also wiederum, es ist wie so, nehmen wir doch ein Blatt Papier, schreiben wir ein paar Dinge auf. So ist es gedacht, auch eher so provisorisch. Man veröffentlicht jetzt nicht die Dinge längerfristig darauf. Die meisten Etherpads verfallen nach 30 Tagen, 90 Tagen, einem Jahr maximal. Also es ist nicht dazu da, um Dinge im Netz dauerhaft zu speichern. Das ist auch gut so. Ich kann elementare Textverarbeitungsfunktionen da durchführen mit diesen Etherpads. Es gibt ganz wenige, die auch Bilder beinhalten können. Aufgrund der Datenmenge ist es auch sinnvoll, dass es nur wenige können. Also eigentlich geht es wirklich darum, einen Text zu strukturieren. Und beim dialogischen Lernen ist es jetzt halt möglich, an etwas weiterzuarbeiten oder es jemandem zugänglich zu machen, etwas zu zeigen, was darin vorkommt. Dann aber auch natürlich kollaborativ an so einem Dokument zu arbeiten, das heißt mit mehreren Personen gemeinsam. Also ich könnte jetzt für jede Schülerin, jeden Schüler so ein Etherpad anlegen, sie skizzieren ihren Lernweg und ich schreibe ihnen als Feedback eine Antwort dazu und ich habe eigentlich immer diese Etherpads, die man dann vielleicht auch mal zeigen könnte. In Lernmanagementsystemen müssen Sie nicht auf dieses yopad.eu zugreifen, sondern die enthalten oft schon eigene Etherpad-Systeme, die dann auch entsprechend geschützt sind in diesem Lernmanagementsystem drin. Also das ist nur, falls Sie das jetzt nicht haben, darauf nicht zugreifen können, dann wäre das eine Möglichkeit oder was, wo Sie mal ausprobieren können. Zuletzt komme ich zu einer kollaborativen Office-Umgebung. Auch da muss man sagen, die Lernmanagementsysteme wie iServe oder Logineo,
Die enthalten Lösungen, die schon verfügbar sind, auch mit Konten. Das sind teilweise auch sehr komfortable Lösungen, die da verfügbar sind. Ich zeige Ihnen jetzt wieder meine kostenlose. Das ist cryptpad.fr. Das habe ich jetzt so nicht hingeschrieben, aber das denke ich, finden Sie, wenn Sie CryptPad googeln. Und um zu verstehen, was ist eine kollaborative Office-Umgebung, dann sehen Sie, Sie haben so ähnlich wie bei Microsoft Office, finden Sie Tabellenkalkulation, Sie finden oben das Blaue sowas wie Textverarbeitung und Sie finden oben rechts sowas wie Präsentationssoftware. Das gibt es eigentlich in jeder Webanwendung, weil man Tabellenkalkulation, Textverarbeitung und Präsentationen, das sind so die drei Grunddokumenttypen. Was Sie jetzt hier auch noch haben bei CryptPad, was dazu kommt, sind Umfragetool. Kanban ist ein Planungstool, das sehr gut geeignet ist, um auch für Gruppen Projektsteuerung durchzuführen. Sie haben ein Whiteboard, das ist eigentlich auch wieder ein weißes Blatt, wo Sie draufschreiben können, auch während Konferenzen beispielsweise. Dann haben Sie ein Drive, das ist auch ganz, ganz wichtig. Es ist eine Dateiablage, das brauchen Sie auch in dieser Office-Umgebung. Und oben Code, das ist einfach Programmcode, den man auch so gemeinsam verarbeiten kann. Das ist wahrscheinlich an vielen Schulen nicht das, was im Vordergrund steht. Und dann hat man dafür auch gute Lösungen. Das heißt, wenn Sie dann wirklich elaboriert mit aufwendigeren Projekten, also wenn diese Lernprodukte, die ich am Anfang gezeigt habe, wenn das beispielsweise Präsentationen sind oder mehrseitige Dokumente, die formatiert sind, Tabellen oder wenn da Umfragen gemacht werden sollten, die Dinge auch gespeichert werden sollen in Ordnern, dann braucht man sowas wie Office. Ich würde sagen, Chat ist das Erste, was man braucht. Also wenn man beginnt, was Dialogisches zu machen, dann brauchen Sie Chat. Wenn Sie ein bisschen mehr machen wollen, dann brauchen Sie Etherpad. Und wenn Sie ganz viel machen wollen, praktisch alles, was man digital machen kann, dann brauchen Sie so eine Office-Umgebung. Und wie gesagt, die sind in diesen Plattformen meist schon drin. Und versuchen Sie mal zu sehen, wenn Sie das noch nicht kennen, wo ist das jetzt in der Plattform, die wir haben? Wie kann ich das auch mit Lernenden und Lehrenden gemeinsam nutzen? Vielleicht nur kurz die Übung ist dann, wenn Sie jetzt sich Dokumente zuschicken per E-Mail, wenn man die Idee verstanden hat, diese Tools, dann merkt man, nee, wir müssen uns keine E-Mails mehr zuschicken mit Dokumenten drin, sondern wir müssen Dokumente machen, die wir kollaborativ bearbeiten können, weil dann können alle gleichzeitig Änderungen vorschlagen und alle sehen auch die Änderungen, die alle anderen vorgenommen haben. Das ist so die grundsätzlich revolutionäre Idee und wenn Sie immer wieder darauf warten, die aktuelle Version eines Word-Dokuments oder eine Excel-Tabelle zu bekommen, dann arbeiten Sie nicht so digital oder sind nicht in der Kultur der Digitalität so angekommen, wie man das 2020 sein könnte. Aber wir können ja das alle lernen und dazu sind diese Tools auch da. Damit bleibt mir nur noch auch diesmal für die Aufmerksamkeit zu danken. Ich bin im Netz erreichbar. Ich heiße Philipp Wampfler. Wenn Sie Fragen haben und sich für das interessieren, was ich gesagt habe,